Lakritz, Wikinger und Softeis. All das sind Sachen, die man wohl mit den nun feststehenden Gegnern der Deutschen im Achtelfinale der Heim-Europameisterschaft verbindet. Dürfen wir vorstellen, unser Nachbarland Dänemark. Am späten Dienstagabend reichte dem Europameister von 1992 ein torloses Unentschieden gegen Serbien, um in die K.O.-Phase einzuziehen. Nach dem Spiel sagte Dänemarks Kapitän Christian Eriksen: "Ich bin natürlich sehr froh, dass wir die K.O.-Spiele erreicht haben. Das ist eines der Dinge, die ich mir vor dem Turnier erhofft habe. Die Auszeichnungen für den Spieler des Spiels gegen Slowenien am ersten Spieltag und hier kommen danach." Eriksen ist ein Schlüsselspieler der Dänen, doch auch er konnte nicht dafür sorgen, dass sie eins ihrer drei Gruppenspiele siegreich gestalten konnten. Doch drei Unentschieden reichen den Dänen und sie dürfen weiter vom zweiten EM-Titel träumen. "Wir müssen glücklich sein, wir haben die Gruppenphase überstanden. Also sollten wir uns einfach darüber freuen. Wir repräsentieren den dänischen Fußball für Tausende von Freiwilligen, die in verschiedenen Vereinen eine großartige Arbeit leisten. Wir sind das Team von allen und darüber müssen wir glücklich sein", erklärte Dänemarks Trainer. Für die Serben hingegen war das torlose Unentschieden gegen Dänemark zu wenig. Nach dem Spiel erklärte der serbische Trainer: "Das Spiel war sehr ausgeglichen. Wir haben auf eine Chance gewartet, auf ein Tor. Dänemark ist eine wirklich starke Mannschaft. Es war ein sehr enges Spiel und es war nicht einfach. Wir haben alles versucht, um die Abwehr zu knacken. Wir haben mutigen Fußball gespielt und unser Bestes gegeben, aber manchmal ist es nicht einfach." Die Serben belegen nach der Gruppenphase Platz 4 mit 2 Punkten und müssen sich damit aus dem Turnier verabschieden. Im zweiten Duell der Gruppe trennten sich England und Slowenien ebenfalls mit einem torlosen 0:0 Unentschieden. Doch das Ergebnis reichte den Engländern, um als Gruppensieger in die K.O.-Phase einzuziehen. Ebenfalls weiterhin mit dabei ist Dänemark, auch wenn ihnen nun mit dem Spiel gegen Deutschland eine schwere Aufgabe bevorsteht. Bereits 28 Mal haben die beiden Mannschaften gegeneinander gespielt. In 15 Duellen gingen die Deutschen als Sieger vom Platz. 8-mal war Dänemark siegreich und 5-mal gab es ein Unentschieden. Das letzte Mal spielten die beiden Länder 2021 gegeneinander. Damals gab es ein 1:1 Unentschieden im Testspiel. Ein Ergebnis, was es am kommenden Samstag nicht geben kann. Am Ende muss es einen Sieger geben, der dann ins Viertelfinale einziehen wird. Ob das Deutschland oder Dänemark sein wird, entscheidet sich am Samstag ab 21 Uhr.